und herzlich willkommen zu meinem, jetzt war ich auch voll spät mit der Handbewegung dran. Okay, herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Na gut, der Form halber und welchen Neurotiker bin ich. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Okay, als erstes, damit euch nicht wundert, warum ich dieses mega zerfetzte T-Shirt anhabe. Ich bin hier allein. Ich bin heute mal. Ich möchte Leo daran gewöhnen, dass ich gelegentlich Videos drehe und er dann da um mich rum ist. Und ja. Deswegen haben wir hier den kleinen Leo als. Naja, als Anwesenden, der jetzt gerade versucht, den Schal von meiner Mutter, der da hängt, einzuknabbern. So wie mein T-Shirt. Ja, gut. Ich habe am Freitag vergessen, euch das zu erzählen. Also Leo geht es jetzt so einigermaßen gut. Er hat es gut überstanden, das Schnippschnapp. Er ist wieder recht fit. Heute jetzt am vierten, fünften Tag nach der OP. Kommt drauf an, wie man es rechnet. Oder ist sogar schon der sechste? Ach, ich habe das Zeitgefühl verloren, tut mir leid. Rennt auf jeden Fall schon wieder. Am Dienstagabend durfte das erste Mal rennen. Ja, hat er Sprünge gemacht. Es waren wirklich, ging Doppelsprünge. Da ist schon auf, der krasseste Sprung war, ist vom Boden auf eine Anrichte, die ungefähr so hoch ist. Und dann noch auf das Häuschen, das dann nochmal so ungefähr von der Höhe dazu ist, drauf gesprungen. Ja, und die letzte Info noch zu Leo. Jetzt ist er in der Pubertät. Offiziell hat mein Hase es jetzt geschafft, er ist jetzt in der Pubertät. Und laut eines Internetbeitrags soll er bis zum 8. Monat jetzt drin bleiben. Ich hoffe, dass er früher durch ist. Ja, ich hoffe, dass du früher durch bist. In dieser Sekunde versucht er gerade euch anzuknabbern. Also besser gesagt, die Kamera, die hat er jetzt gerade entdeckt und findet sie ultra spannend. Aber jetzt zu meinem heutigen Thema. Mein heutiges Thema ist totale Erschöpfung. Wenn man nicht mal mehr Lust hat aufzustehen. Es tut mir leid, wie ich schon gesagt habe, er hat fast 5 Tage nicht rennen dürfen. Da hat er jetzt einen Energiestau. Und deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen laut um mich herum ist heute. Und ich etwas leise bin. Blöde Kombo. Also bei mir ist es so, ich habe jetzt durch diese ganzen Geschichten mit den Hotlines und den Streitereien mit Firmen, ich werde es euch irgendwann mal erzählen, aber nicht jetzt, wo es noch so aktuell ist. Auf jeden Fall habe ich da jetzt wochenlange um Kaisersbad gestritten, wenn man so will. Und dann auch noch die Geschichte mit Leo und dass er eben das geschnimmelt bekommen hat. Und er ist wirklich kein einfacher Patient. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Er ist ein wirklich kleiner, süßer Jammerlappen, der aber eben, er ist sehr schmusig jetzt, aber er ist eben auch anstrengend, weil er nachts immer diese Energieschübe kriegt, weil er halt nicht rennen konnte. Und dann wollte er auch noch immer, wirklich immer, jedes Mal genau richtig, dass wir mit dem Streu haben. Also mit dem Streu hatte er nicht gehabt, aber am liebsten hätte er Streu gehabt, aber dann hat es ihm nicht gepasst, dass dann Zeitung und dieses und Zewa drauf waren, da waren, sondern er hätte am liebsten Streu gehabt und dann hat er mir immer die Hölle Eis gemacht nachts und so einen Krach, das war abartig. Und dadurch habe ich jetzt Schlafmangel und alles und es war wirklich anstrengend und meine Mutter und ich, wir hängen gerade wirklich mit solchen Augenringen. Es ist herzlichen Glückwunsch, Leo, du hast deine Rolle bekommen. Ich freue mich für dich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann Leo jetzt anscheinend auch nicht mehr. Ich muss kurz Pause machen. Ja, gut. Er ist schon alleine wieder raus. Also ich glaube doch gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass wir total fertig sind. Und wenn man gerade bei uns im Haushalt die Frage stellt, wer ist am müdesten, weiß die Antwort. Also, was wirklich krass ist, was mir schon seit
7 Jahren nicht mehr passiert ist. Und das letzte Mal, als es passiert ist, da war ich bei dem Riesenausflug, also wirklich so einem Riesenausflug für mich in die Schweiz für ein paar Stunden. Und dann war ich, dann, damals war es dann so, dass ich, als ich heimgekommen bin, war ich etwas müde und dann bin ich ins Bett gelegen und dann bin ich wirklich wie im Koma. Nichts hat mich mehr wecken können. Und seitdem hatte ich das ehrlich gesagt nie wieder, aber gestern Nacht bin ich echt einfach nur noch ins Bett, habe mir so gedacht, ach du, wenn ich noch gerade Zeit habe, kann ich ja noch Tagebuch schreiben und dann. Also wirklich so, ich kann nicht sagen, dass da irgendwie viel ging, so weiterlaufen. dann, also was wirklich so richtig, also was ich immer mache, wenn ich erschöpft bin, ist meistens, ich versuche es dann noch weiter durchzuziehen. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Ich bin jemand, ich bin, wenn ich schon total müde bin und meine Augenringe schon aussehen, als ob ich eine Maske hätte. Also ich würde jetzt nicht in die Bank gehen, wenn ich das noch glauben, ich hätte mich, ich würde eine kleine Maske tragen und würde es überfallen. Also ich habe gerade Glück, dass das Licht gut fällt, aber meine Augenringe im echten Leben sind echt übel. War bestimmt. Mein Vater, der, also ich habe ja oft Augenringe und mein Vater, der sagt eigentlich nie was. Er sagt wirklich gar nie was zu dem Thema. Aber heute hat er mich so angeschaut, hat so zur Seite geschaut, hat mich hingeschaut und meinte so, Kind, geh ins Bett. Also wirklich, das war so der Moment, wo mir bewusst geworden ist, ich muss furchtbar aussehen, augentechnisch. Ja, aber was ich mache, wenn ich was. Die klügere Entscheidung wäre als mein, ich versuche dann noch ein bisschen was zu machen, Technik, ist, man sollte sich dann ausruhen und wenn es nicht schlafen ist, wenn man meistens in solchen Momenten dann auch total überdreht ist, das ist nämlich mein Problem. Ich bin überdreht und komme nicht zur Ruhe und bin wie ein Flummi und das spiegelt sich dann wieder in Leo und der ist dann auch überdreht und dann bin ich kurz vorm Zusammenklappen, weil Leo dann auch überall rumwühlt und so laut ist. Und dann im Grunde genommen bin ich nicht er das Problem, sondern ich, weil ich zu überdreht bin und ich es auf ihn übertrage und er dann den Ärger kriegt, weil ich zu überdreht bin. Was eigentlich unfair ist. Nicht nur eigentlich, es ist einfach unfair. Und ja, dann ist es meistens gut, wenn man wirklich sich einfach hinlegt. Und jetzt ein Tipp, den ich nicht wirklich gerne gebe, aber wenn es nicht anders geht, dann sollte man eben Unterstützung sich holen. Im Sinne von entweder Lasea nehmen, das ist ein super duper Beruhigungsmittel auf natürlicher Ebene, oder ein Baldrian. Ich habe euch vorgewarnt. Ich habe euch vorgewarnt. Ja. Oder eben auch, wenn es ganz hart auf hart kommt, eine Schlaftablette, weil das Schlimmste ist, wenn man in so einem Schlafmangel ist und so einer Erschöpfung, dann kommt man irgendwann nicht mehr richtig zur Ruhe. Und wenn man das dann zu lange nicht kommt, dann kann man irgendwann, dann kracht man irgendwann schwerer zusammen. Drum werde ich jetzt auch Schluss machen, den Leo nochmal aufscheuchen, damit er nochmal einmal durch den Gang rennt, weil ich lasse nicht zu, dass der mir heute Nacht wieder den Trouble macht. Und dann werde ich jetzt heute auch früher schlafen gehen. Es tut mir leid, dass dieses Video so furchtbar verpeilt und eigentlich eher so eher ein Gejammer war. Es tut mir wirklich leid. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal so total müde wart und was ihr dann gemacht habt. Das kann ja auch dem einen oder anderen helfen, wenn es unter meinem Video steht. Dann können sich Leute mit Schlafproblemen das so durchlesen und vielleicht hilft es. Oh Gott, ich höre auf. Entschuldigt. Ja, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an email.read.outlook.com. Jetzt erspare ich euch meinen weiteren Anblick und mein weiteres Gelalle. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ich hoffe, dass ich bis dahin ausgeschlafen bin oder besser zumindest geschlafen habe. Also bis bald. Ciao. Ich habe vergessen, noch den Hausknopf zu drücken.